Hallo YouTube, hier sind wir wieder mit einer weiteren Folge Let's Play Minecraft Bed Wars. Mit dabei der Markus. Hi. Und ein Fremder. Keine Ahnung, wer. Kannst du mir den Namen geben, damit er auch ein bisschen YouTube-Ruhm bekommt? Plot Twist, es ist ein bekannter YouTuber mit einem Nick, damit ihn keiner erkennt. Möglich wär's. Ich baue nicht gut gerade und nicht schnell. Ich habe auch nicht genug Steine bei, um bis zur Mitte zu kommen. 3, 2, 1, 0. Ja. Ich komme nach. Es ist zu spät. Sowas muss schneller gehen. Schlag auf Schlag. Towntaker war bei dir. Ich meine nicht wegen dir, ich meine eher wegen dem Typen. Aber er weiß ja auch nicht, dass wir. Ach, keine Ahnung. Hast du genug Steine bis zur Mitte? Sollte, glaube ich, reichen. Es reicht eigentlich, die rechte Maustaste gedrückt zu halten. Ich glaube, ich würde gleich runtergeklickt, weil da sind bestimmt schon welche drauf. Mein Gott, ist der Weg hier lang. Bin da. Cool. Habe 2 Gold. Verdammt, wo ist der Rest? Habe 4 Gold, aber ich weiß nicht, ob ich zurück in die Base komme. Da kommt einer zu uns rüber! Und ich wurde runtergekickt. Da kommt einer direkt durchgelaufen. Schade, ich wurde mit dem Gold runtergekickt. Der hat eine Mauer gebaut. Ja, der baut sich jetzt hoch. Beide bauen sich hoch. Oben ist das, kommt man auch, über oben zum Bett. Ich habe keine Steine. Ich kaufe mir gerade erst ein Schwert. Die können das Bett innerhalb von einer Sekunde abbauen. Ja, das werden die wahrscheinlich auch machen. Ja, irgendjemand muss Steine holen. Ja, der Typ. Los, Towntaker, ja, geh da mit Stein hin. Du bist ein Noob! Und jetzt haben die uns in Wirklichkeit nur abgelenkt. Was ist das denn? Ich hänge fest. Ich kann mich nicht bewegen. Jetzt. Warte mal. Ich glaube, die beiden sind tot. Ja. Dieser Gelbe und der Blaue, die da gerade gestorben sind. Hä? Wie das? Die haben sich gegenseitig Nein, da ist noch einer oben. Ein Gelber. Das ist halt scheiße. Wir kommen, die anderen können sich in der Mitte equippen und wir hocken hier. Ich sehe hier keinen. Wo denn? Da oben auf diesem. Da, wo die sich gerade hochgebaut haben. Ich dachte, auf unserem Dach sind die. Ne, so weit haben sie es noch nicht geschafft. Okay. Das sind die Gelben. Ja, selbst schuld. Wenn die hier die campen sind, dann verreckt halt ihr Bett. Hier ist aber noch einer oben. Ja, natürlich. Es sind da noch welche, aber... Hä? Irgendwas habe ich gerade weggeschmissen. Ich glaube, er hat keine Steine, um höher zu bauen. Er baut sich runter. Kann sein, dass er von unten kommt. Wer ist denn das da unten eigentlich? Bist du das? Oder ist das Towntaker? Ich bin einer hier unten. Ich habe wenig Leben, leider. Wo ist der? Die sind beide hier. 2 Gelbe. Über dir ist einer. Aber gut, dass du den... Runterkicken. Ey, ich hab ihn nicht getroffen! Wo ist der? Ich seh nichts. Ich bin tot. Alter, ich seh nichts. So schlaget ihn, bis er nicht mehr rennen kann. Boah, wie knapp, Alter. Wir haben ein Loch im Bett. Der Towntaker macht irgendwie gar nichts. Der läuft einfach komplett unbekleidet. Der guckt immer nur zu. Alter. Ich bin gerade ein bisschen durch den Wind. Ich auch. Das ist ja natürlich das... Kein Eisen. Hast du das oder hat er das alles genommen? Das hab ich. Das bringt natürlich alles durcheinander jetzt. Das ist hier überhaupt nichts mehr. Oh. Jetzt mein Herz. Mit dem Monster, okay. Ich gehe ihm das eine Dings da wieder zubauen. Mhm. Danach equippe ich mich erst. Da kommt wieder einer zu uns. Wie weit? Jetzt kommt einer zu uns. Er baut sich hoch. Er baut sich hoch, den einen Weg, den die gerade gebaut haben. Er baut sich jetzt hoch, pass auf, er ist wahrscheinlich schon oben. Ja, der ist da schon. Ich komm hoch und sneake. Scheiße, ich musste ins Menü. Denk da nicht zu hoch bauen, sodass man dann immer... Ja, dann... Genau. Geh mal aufs Dach, aber ich hab nichts. Da ist er.
Das Bett uns ist frei, das Bett ist frei. Ich habe sie dazu gebaut. Ich habe ihn so getötet. Boah, Alter. Alter, was macht dieser Typ? Keine Ahnung. Oh, ich habe ein paar Spitzhacken zu viel, egal. Gib mir eine. Du brauchst ja eh keine, danke. Oh Mann, ey. Die haben wahrscheinlich jetzt alle schon Dreierbogen, Stärketrank und eine Enderperle. Und wir, oh, mein Herz. Ach Mann, ey. Ich baue das jetzt mal so ab, dass man kann da dann nochmal hochbauen, theoretisch, aber dann sieht man es halt irgendwie. Ja, sehr gut. Das Problem, wir müssen es jetzt mal normalisieren. Erstmal hier wieder Ordnung schaffen, equippen und so weiter. Und die anderen können halt normal spielen, sozusagen. Ich sterbe, ja. Das Gute ist, war jemand in der Mitte, oder? Ja, natürlich, da sind ganz viele in der Mitte. Der Weg zur Mitte ist irgendwie gefühlt auch sehr weit. Ja. Das Gute ist, dass halt keiner von seiner Base direkt eingreifen kann. Ach je, was war das? Ich hab ein Gold. Ein Gold, mein Freund. Wir haben Besuch. Ich hätte ihn besser. Ich werde aber noch mit dem Bogen beschossen. Okay. Enderperle, oder? Nein, das ist ein Pfeil. Okay. Ich werde jetzt sterben wahrscheinlich. Dann drop deine Sachen. Drop deine Sachen. Hier hast du ein Gold. Wow. Ja, ich wäre eh gestorben. Da dachte ich mir, ja. Hä? Wo ist denn unser Verkäufer hin? Hä? Das ist unseres? Nein, wir sind rot. Aber wo ist unser Verkäufer? Okay. Der ist doch hier. Der steht doch hier in der Ecke. Bei mir nicht. Hä? Wieso sehe ich den Verkäufer nicht, so eine Scheiße? Aber kannst du auf ihn klicken? Nein! Ich renne in die Mitte, guck, ob ich Gold kriege und springe ansonsten runter, damit ich ihn sehe. Wen siehst? Den Verkäufer. Ja, verstehe schon. Doof nur, dass der Weg hier zugebaut war und ich nicht direkt rüber rennen konnte. Wo ist grün? Welche Seite? Ich komme mit 3 Gold. Yes, gut. Einer liegt in der Kiste. Ich halte hier ab. Ich habe einen getötet, mich geopfert, aber der kommt nicht hinterher. Kauft sofort den Bogen, wenn der Typ das Gold nicht aus der Kiste genommen hat. Nein, das ist noch da. Aber es ist nur ein Einser dann, ne? Egal, wir brauchen ihn. Und ich sehe den Verkäufer wieder. Alles ist gut. Ich dachte schon, du siehst ihn nicht. Wo ist denn grün? Welche Richtung? Musst du gucken. Woher kenne ich denn das? Ja, irgendwas ist da immer in den Farben eingefärbt. Und manchmal sind es Bäume. Ich komme jetzt zurück und ich glaube, ich werde verfolgt. Hast du einen Bogen? Ja. Werde ich verfolgt? Nein. Nein, gut. Ich habe ein Gold. Genauso wie ich. Aber hier liegt nur ein Schwert. Ich dachte, der Dings hätte auch schon Gold reingepackt. Das Schwert darf ich nehmen? Ist nicht meins. Nicht zu viel Mauer bauen. Oh Mann, das ist so ein Homebase-Bauer. Ich hätte lieber einen, der mitstürmt. Es ist aber schon wieder eine Runde. Irgendwie komisch. Komischer Ablauf. Trotzdem aufpassen, ja. Aber ich finde, wir haben am Anfang gut verteidigt. Ja. Wir sind links die einzigen mit kommt 3. Einer und es ist links ist auch grün, by the way. Man sieht das an dieser. Okay. Da hängt so ein paar Steine hängen von. Verstehe. Ich mach gleich. Kannst du kurz aufpassen, dass keiner zu uns kommt? Die sind beide in der Mitte. Wir müssten halt deren Gold kappen. Die können ja, die sind beide in der Mitte. Die können Gold horten. Ich bin aber schon dabei, mich zu equippen. Ich kann halt nicht so schnell. Ich kann. Treff nicht! Du kennst doch, wie schlecht ich mit dem Bogen bin. Soll ich das übernehmen? Und was bringt das dann? Die können die ganze Zeit Gold sammeln, weil die. Ja, aber ich nerve die mit dem Bogen. Ja, gut, dann mach du halt ich. Oh, Mann, ich treffe auch keinen einzigen Schuss! Wow, ich hab einen getroffen! Haben die keine Bögen? Nö.
Sie sammelt Gold, wie gesagt. Hast du den getroffen? Einmal, ja. Tot. Du? Er. Ach so, ich dachte schon. Und der andere auch. Yes, wir haben die Mitte. Kannst du den Weg bei denen abbauen ein bisschen? Und ich habe keine Spitzhacke, aber ich kann einfach mit dem Bogen jetzt. Das schaffe ja, sogar ich mit dem Bogen. Ja, mach das. Ich komme jetzt sofort mit einer billigen Spitzhacke. Somit gewinnen wir Zeit. Brauchen wir eigentlich nicht. Sammel Gold, equip dich und dann killen wir die. Die haben anscheinend nichts. Ja. Alter, was macht der Alter? Warte kurz. Alter, was macht der Alter? In dich. Das Gold scheint auch oben irgendwo zu liegen. Weil da schon wieder Steine und so im Weg liegen. Da oben irgendwo liegen die Sachen. Ja, da ist er endlich. Braver Junge. Warte. Sammel bitte das Gold und bringe es in unsere Truhe. Wir passen auf, dass sie nicht in die Mitte kommen. Mitze. Ach, wird er schon verstehen, denke ich. Nicht in die Mitte kommen. Ja. Was machst du? Weiß nicht. Wenn die mich nicht sehen, laufe ich durch. Aber wenn die mich sehen, laufe ich zurück und... Doch, die sehen mich. Aber ich hoffe, doch, ich werde jetzt sterben. Ja, schade. In der letzten Sekunde haben die mich noch bemerkt. Aber jetzt baue ich einen Weg bei denen ab. Die... Ich bin vorne bei denen. Die bauen sich zu. Ja, aber pass auf, ne? Kann alles passieren. Die haben Bogen! Das meinte ich. Ich hab's überlebt, aber die haben Bogen. Aber es ist eine Einsatzbogen, glaube ich. Ja, ich bin bei wieder in der Mitte. Passt, dass die den Bogen haben. Bring mir mal bitte eine Spitze. Ach, du bist schon. Wir bauen den Weg ab und dann machen wir das mit Enderperlen. Und Sophie. Ich brauch eine Spitzhacke. Ja, du kriegst gleich meine. Danke. Irgendwo da oben liegt nämlich das ganze Gold. Ich habe 6 Gold zusammen, aber... Hm. War nicht hier auch irgendwas mit dem Brunnen? Stimmt. Aber da unten waren die es vielleicht schon gesammelt. Hier ist eine Enderkiste. Kann auf die zugreifen, habe ich das Gold rausgenommen. Aber ich lasse es mal hier und tue so, als ob es... Na, wobei, das macht ja keinen Sinn, weil die keine Gold sammeln. Die werden können. Wahrscheinlich dadurch auch... Da haben die das, wahrscheinlich das Gold reingetan. Ja. Wow. Tot. Da habe ich selbst einen Weg abgebaut. So. Hat was gesammelt. Der eine hat ganz viele Schafe bei sich selber ge... setzt. Irgendwie. Wo ist denn das ganze Gold hin? Der hat sich einen Bogen gekauft. Gut. Wenn er was trifft, habe ich nichts dagegen. Ich glaube nicht, aber man weiß es nicht. Dann sammle ich jetzt selbst Gold und hol dir eine Enderperle. Wieso mir? Wie wär's, wenn du mir einfach mal eine Spitzhacke, die ich schon seit Wochen habe? Hier! Würde? Ich bin doch schon hier. Danke. Geht doch. Warst schon im Brunnen? Nee, ich trau mich nicht. Da war doch irgendwas, dass man da nicht mehr zurückkam oder so. Stimmt. Komm hier nicht mal rein irgendwie. Sicher, dass da oben Gold liegt? Ja, ich hab da doch 9 Stück herbekommen. Okay. Mich stören diese ganzen Steine hier. Oh, 2 Gold von denen, danke. Ernsthaft? Hab ich aus, ja, aus deren Kiste genommen. Da denken sie sich, was? Hacker? Waren das denn auch wirklich von denen und nicht von... Hier, Markus, nimm mal. Und da. Auch, danke. Und ich guck jetzt mal unten im Brunnen. Wie kommt man denn da rein? Die haben sich hochgebaut. Sind das die? Keine Ahnung, wie kam man nochmal in den Brunnen? Da war doch irgendwie war das doch ja, möglich. Ich weiß nicht, aber warte, wo ist nochmal deren Base? Ja, links! Und haben die sich hochgebaut? Ja, das haben die sich gemacht. Irgendwie konnte man noch in den Brunnen rein, hä? Da bin ich mir doch sicher, man kam in den Brunnen irgendwie. Ja. Aber wo ist denn das ganze Gold hier? Wo spawnt ist? Ich hab dir doch alles gegeben. Ach so, ja, es spawnt aber nichts mehr. Spawnt nicht viel, irgendwie. Ihren Eisen klaue ich auch mal.
Hier, hast noch 2 Gold. Alter, das hat er mir geklaut. Ah, das ist ein Depp. Der Typ ist irgendwie nicht so die Verstärkung gerade. Guckt jetzt auch jemand, ob die da kommen? Ja, der läuft da hoch. Ich habe ihn getroffen, aber es ist halt nur ein Einserbogen. Der sitzt da oben. Der bohrt sich, die kommen immer näher halt, ne? Hm. Und hier scheint irgendwie kein Gold mehr zu spawnen. Ich habe 3 hier. Könnt mir einen Dreierbogen kaufen, soll ich machen? Ja, gib mir dann mit dem Bogen mal wieder. Und hol dir am besten noch eine Rüstung. Ja. Ich weiß nicht, das ist halt tricky, weil die da halt immer näher kommen, ne? Wir müssten irgendwie, Ja, ich verstehe nicht, was das hier ist mit diesem, mit dem Brunnen. Ich bin mir sicher, dass man da reinkam. Oh, 7 Gold in der Base noch, okay. Wo ich mit dem Dreierbogen und dann sparen wir auf eine Enderperle, oder? Oder auf 2. Bei dem müssen wir auf jeden Fall mit 2 hin. Die merken, dass ich nur einen Einserbogen habe. Das ist denen relativ egal gerade. Ja, ich bin unterwegs. Noch kurz 2 Sachen. Was macht der Typ denn? Der guckt irgendwie mich immer blöd an und macht selber nichts. Boah, sehr anstrengend. Oh. Wie lange brauchst du noch? 20 Sekunden. Noch was zu essen kaufen, da bin ich unterwegs. Ich finde das auch ganz schlimm, dass man hier teilweise auf manchen Stellen nicht bauen kann. Wegen diesen halben Erhöhungen. Ja. Da kommt einer zu uns. Da kommt einer zu uns. Hör, ich kann nicht. Das ist unserer. Ach so. Huh. Die kommen. Die sind in der Mitte. Ja, warum geht der denn auch? Ich habe ihn runtergeschossen. Der andere kommt direkt nach und wird ihn beschießen. Ja, der ist rechts. Die sind jetzt beide hier. Schafe greifen mich an. Ja, renn nach Hause. Boah, was ist das denn für einer? Das Problem ist, jetzt haben wir unseren Zugang zur Mitte verloren. Die kommen nach. Die kommen direkt nach. Die sind da, oder? Weiß ich nicht. Ja. Nein, ich sterbe. Alter, der hat hier so gebaut, ich komme hier nicht weg. Ich muss zur Seite. Alter, wir spielen gerade gefühlt gegen 3, ganz ehrlich. Wir spielen zu zweit gegen 3. Oh Mann, ey. Ist da einer bei dir? Ja, der ist hier im Mittelgang. Ja, ich konnte nicht schnell genug zur Seite, weil der hier diese ganze Festung gebaut hat. Der andere baut sich jetzt hoch. Zur Base wahrscheinlich. Ja, wie kann ich. Pfosten. Vollpfosten. Zerstöre deren Bett, aber. Ja, ich werde jetzt sterben. Ich werde jetzt sterben. Denke ich. Ich bin tot. Hoffe ich. Unserer wird wahrscheinlich jetzt nichts verteidigen. Das war's mit unserem Bett. Ja, der läuft hoch und das war's. Ach, deren auch. Ich hab doch gesagt, ich zerstöre deren Bett. Ach so. Ja, ich sterbe jetzt, aber das. Ich bin tot. Ja, es ist halt wirklich scheiße, dass der eine Typ so grottig ist. Das Problem ist, ich hab auch nichts. Jo, ich bin alleine. Ich hab keine Chance eigentlich. Ja, egal. Ich hol mir das beste Schwert, weil gegeben. Fürs beste Dings hab ich nicht. Für Dings, das ist genug. Bist du bei uns in der Base? Nein, ne? Ne, ich bin bei denen. Der eine ist rechts und der andere ist, glaube ich, links. Ich versuche in die Mitte zu rennen. Wenn ich dabei sterbe, weil die mich beschießen, hab ich halt Pech. Ja. Wie gesagt, wir haben unser Bestes gegeben. Wir schon. Boah, das ist ja jetzt auch gemein, aber der war halt wirklich null Hilfe und nur anstrengend. Sehr schön. Ach, schade, hat überlebt. Ist das ein Dreier? Ne, unten ist der Einser, ne? Ja.
Oh, sehr schön. Das Problem ist, hier runterzukommen, ohne zu viel Fallschaden zu bekommen. Weißt du, wo der andere ist? Nein. Du darfst es mir auch nicht sagen. Und ich frag dich nur, ich sag's dir nicht. Wir sind hier faire Player. Also entweder ist er bei uns oder er ist schon in der Mitte. Ich gehe davon, er ist bei uns, ich habe ihn gesehen. Puh. Ich weiß nicht, ob er einen Bogen hat. Bestimmt. Die hatten doch beide einen Bogen, meine ich. Das ist die Frage, was ich mache. Auf Gold, ne? Aber ja, wenn du weggehst, kommt der in die Mitte. Sehr gut. Ich habe gerade irgendwie von irgendwem eine Dreierkettenrüstung hier gefunden in der Mitte und ich hatte nur eine Einser. Oh. Guck mal in die Kiste. Vielleicht liegt da ja irgendwas. Wer weiß, vielleicht haben die was reingetan. Nee, habe ich gerade auch schon. Da war das Gleiche, nur Bronze und Steine. Könnte auch. Ja, oder du teleportierst dich. Der teleportiert sich zu sich. Was? Okay, ja. Ich hab's gehört. Oh, ich hab das doch selbst gehört. Jetzt hast du ihn zumindest im Sack. Okay, er weiß, dass ich weiß, wo. Es ist halt alles irgendwie sinnlos. Spannend. Ich bräuchte einen besseren Bogen. Hörst du mich noch? Scheinbar ist mein Teamspeak gerade verreckt. Aber immerhin lebe ich noch. Ein paar Steine brauche ich jetzt. Da ist mein Teamspeak abgestürzt. Ach, deins. Ich weiß okay, nicht, ich dachte, das wäre meins. Wann, aber ich habe mich schon gewundert, warum es so ruhig ist. Ich weiß, wo er ist. Er hat sich zu sich teleportiert. Das Problem ist, ich habe... So lange war Teamspeak weg. Oh Gott, habe ich ein langes letztes Gespräch geführt. Ja, das cutte ich irgendwie, damit das cool klingt. Ja, zur Not kannst du einfach die Stellen komplett ruhig stellen. Was macht der denn? Was machst du dann am besten? Egal. Es ist die Frage, ja, was er macht und was ich jetzt mache. Ich habe jetzt 18 Gold. Ich weiß es nicht. Hilf mir mal. Was würdest du tun? Was würde Markus tun? Ich würde mir einen Stärketrank kaufen. Und dann? Es schnell machen, dann zurück in die Mitte, weil er dann wahrscheinlich in die Mitte kommt und ihn rasieren. Toll. Du hast mich gefragt, was ich machen würde. Ich versuch's. Ich lauf auf die gegenüberliegende Base, da sieht er das dann vielleicht nicht so schnell. Ja. Komm. Ich weiß nicht, was mit meinem Teamspeak los ist. Ich musste es gestern schon neu installieren, weil es nach jeder zweiten Sekunde abgestürzt ist. Sehr komisch. So, ich hole mir einen goldenen Apfel und noch ganz schnell den Stärketrank. Schnell, wo bist du? Hä? Ach, Stärketrank kostet nur 7 Gold? Hätten wir fast noch ein Dings kaufen können. Oh. Er kommt, okay. Das ist mir schon klar, dass der irgendwie... Ich habe zu lange gebraucht. Ich habe Angst. Das wird ein Clash in der Mitte. Trinken. Warte, das oben. Nein, ich sag nichts. Das ist, ich wollte gerade sagen, das war jetzt aber gemein. Oh Gott. Es macht mir doch nicht so viel Angst. Hör auf! Sei ruhig! Warum habe ich meinen goldenen Apfel eigentlich schon gegessen? Also nur wegen dir, weil du mich nervös machst. Hä? Ich habe meinen Stärketrank noch, das... Nein! Es hat geleckt bei mir einmal!
Hast du einen Stärke dran getrunken? Ja, aber er hat gewonnen. Schade. Oder? Nein, du hast gewonnen. Ja! Oh! Oder? Sehr schön. Sicher? Team ja. Rot hat gewonnen. Aber das war knapp. Der hätte mich einmal hitten müssen. Das war also wirklich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.